Wobei ja manchmal Pausen eigentlich, aber trotzdem. Das kann ich ja, dass er sich mal was trinken muss. Der hat unendlich viel Puste. Aber der kommt aus der Zukunft. Da so dein Priester. So was ist denn da hinten? Muss jetzt irgendwas sein. Wir können ja keine Sackgasse hier haben. Das geht ja gar nicht. Über was meditiert ihr denn so angestrengt? Ich versuche Kontakt zu den Göttern herzustellen. Und? Schon einen Gott erreicht? Nein. Jeden Tag bete ich zu den Göttern, dass sie mir doch ein Zeichen schicken mögen. Aber es passiert nichts. Dabei habe ich schon Haus, Hof und Frau geopfert. Alles ohne Erfolg. Der ist auch ein bisschen... Bing! Ja. Sind das hier die berühmten Schatzhäuser? Ja, das sind sie. Allerdings werden sie diesen Namen bald nicht mehr verdienen. Der Staat hat beschlossen, mit vielen der Schätze Tauschgeschäfte zu tätigen. Wenn ihr Rüstungen aus Edelmetall besitzt, könnt ihr diese hier eintauschen. Och, da haben wir irgendwie was, oder? Oder? Die Rüstung ist als Tauschgegenstand akzeptabel. Ihr dürft das Schatzhaus betreten und euch einen Schatz aussuchen. Ich hätte der SRW für weniger wäre als 1052. Gold. Kann ich auch was anderes nehmen? Natürlich nur das Gold. Das ist definitiv weniger als 1500. Ja, sage ich ja, das ist auch leer. Das war wohl kein guter Tausch, Fremder. Mit dieser merkwürdigen Schriftrolle kann hier niemand was anfangen. Oh, na dann. Schade. Fremder. Hallo? Fremder, ihr dürft das Schatz... Okay, warum will der irgendwie... Kann man auch nicht sagen. Okay. Wow. Toll, was soll man mit dem fucking Dings jetzt machen? Mit dem tollen, die tollen Schriftrolle. Das ist unglaublich. Ich kann jetzt irgendwie mit dem kombinieren. Was soll ich jetzt machen? Ja, was ich mit der Schriftrolle machen soll. Ist doch scheiße. Ich will eine super goldene Rüstung da. Jetzt habe ich da. Oh, das ist doch scheiße. Wer hat denn den Tausch vorgeschlagen? Ey? Tom, du. Schleppt er die ganze Zeit so eine goldene Rüstung mit Topf. Oh, ich nehme die Schriftrolle, die ist leichter. Will die Priesterin vielleicht die Schriftrolle haben? Nee. Am Arsch. Was dann? Dann, was soll man mit dieser Schriftrolle anfangen? Die ist ja nichts wert, kann man ja nicht. Irgendwie, oder gab es irgendwo irgendjemanden, der die entziffern konnte? Irgend sowas in der Art. Ich weiß grad nicht. Mit dem können wir nicht reden. Das ist nicht so schön. Ich habe jetzt keine Ahnung, was wir machen sollen. Vielleicht wie mit dem oder so. Vielleicht können wir uns auch ein Brett mitnehmen. Was sollen wir machen? Das verstehe ich jetzt noch nicht.
Wollt ihr etwas? Können wir verkochen, oder? Und so lecker. Haut für alles. Okay. Und für alles. Was kaufen wollten? Ich glaube, so ziemlich unnötig, dass man hier wieder. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich brauche einen Erdbeerschutz oder anfangen, ich habe keine Ahnung. Ja. Nö. Was fand ich das Scheiße, ne? Ich sehe bestimmt gerade wieder irgendwas Wichtiges. Könnt ihr mir sagen, wo ich den Bildhauer finden kann? Meint ihr den verrückten Phidias mit seiner Zeus-Statue? Ja, genau den. Keine Ahnung, wo der steckt. Ist wahrscheinlich untergetaucht oder abgehauen, weil er seinen Zeus nicht fertig bekommt. Das ist eine super Information, echt. Schon frech. Moment mal kurz. Vielleicht müssen wir mit dieser Information jetzt zurück zu dem Typen da, den nochmal ansprechen. Könnte das sein? Na weg, Junge. Jemand weg, Junge. Habt ihr vielleicht meinen Mal? Nein. Oh, oh, wir kommen doch alle in euer Phidias. Nein, und da kommen wir auch nicht. Entschuldigt, Fremder, aber ohne Geheiß. Was ja auch nichts ist, ne? Also, mit dem mitnehmen kann, oder? Das ist schon klar, ne? Die Stellen, wo du nicht weißt, was du machen sollst. Ja, das alte Skill kennen wir alle. Hinter rechts. Den kann man nicht sammeln, ne? Okay. Da können wir jetzt diesen Code für alle, sonst wenn wir direkt hier rüber wollen, müssen wir nicht nach da vorne nach Olympia und da über den Fluss und so weiter. Wenn wir direkt hier hin, das ist ganz praktisch. Wobei, ich habe eine Idee, ich habe, glaube ich, eine gute Idee. Eine Idee, ich weiß nicht, ob es klappt. Da haben wir Raya in Rollers, das ist ja eine andere Epoche als Olympia, ja. Da war ja irgend so einer am Ende des zweiten Parts, meine ich. Der hat uns, wenn wir Gegenstände aus anderen Epochen haben, dass er uns dann irgendwas gibt. Und das macht er jetzt vielleicht. Vielleicht, der war hier unten. Oh, ist er weg. Na toll. Na super, ist er weg. Klasse. Was denn, Toll, ich laufe auch noch hin, ich bin so blöd, oder? Ich dachte, es irgendwie so ist. Keine Ahnung, dann halt nicht. Ich habe echt keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich will jetzt aber auch gar nicht überlegen, wie wir eine halbe Stunde in der Gegend rumrennen. Ja. Deswegen werde ich jetzt einfach mal gleich auf Pause drücken, sobald wir in den Altes sind. Ich möchte nämlich gucken, ob das wirklich der Code anführt, ob wir dann sofort mal reiten können, nicht über den Fluss müssen. Ob es nicht irgendwas anderes war, kann ich auch sagen, dass wir irgendwo anders hinkommen. Essen und dann mache ich Pause. Ich glaube, hier alt ist.
dann bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Ich habe es gerade nachgeschaut und wir müssten eigentlich wieder zu Gran Olimpia. Und dieser Händler da, der müsste uns wirklich etwas für den diesen kleinen Koloss da geben. Allerdings ist er bei uns nicht mehr da, deswegen würde ich sagen, wir machen erstmal anders weiter. Weil ich das gesehen habe, brauchen wir das, was er uns dafür gibt, nämlich noch nicht. Ja, wir müssen jetzt nämlich, wir haben ja den, Moment. Den hier haben wir nicht angesprochen, nachdem wir diesen, Hilfenleib gefragt haben. Und jetzt können wir ihn ansprechen. Ich bin auf der Suche nach Phidias und möchte das Orakel um Hilfe bitten. Suchender, es ist den Göttern nicht verborgen geblieben, dass Phidias verschwunden ist. Sie werden bereits ungeduldig und fühlen sich verhöhnt, denn die Statue des Zeus ist noch immer nicht geweiht. Wenn ich Phidias nicht bald finde, wird die Statue niemals fertig und der Zorn der Götter wird uns alle treffen. Ich werde das Orakel befragen. Bringt mir unterdessen Honig, Gerste, Weihrauch und das Holz der Weißpappel als Opfergabe. Wo wir das herbekommen sollen? Was ich natürlich schon geschaut habe. Wie gesagt, schade, dass dieser eine Händler nicht da ist. Hätten wir ihn schon mal. Sonst sind wir halt all umsonst mal hin und her gelaufen. Also die Stadt halt. Gut. Wie auch gesprochen hat, das kann man ja nicht nur einfach so hinwegsehen. Das finde ich ziemlich schade. Aber ist schon interessant, wie man diese manche Leute sprechen, oder? Ich möchte mich jetzt auch gar nicht drüber lustig machen, aber es hört sich einfach ziemlich lustig an. So. Das schon ab da so. Honig haben wir von dem hier vorne ja schon abgekauft, also wenn man da dann so zweiter so, ne? Fremder, kommt näher und werft einen Blick auf meine Ware. Nur aufs Geld raus. Hier kommen wir Gerste. Und Weihrauch. Weil wir haben kein Holz der Weißpappel. Das umsonst hat er ja auch nicht, der andere hat nur Fell und Schuhe oder sowas. Und hier ist ein Holzhändler. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt abkaufen müssen oder irgendwie so irgendein anderes. Sieht schon aus wie so ein Weißpappel, ne? Hehehehe. So. Ich grüße euch, Fremder. Ich bin der Holzwart von Altis. Euch habe ich gesucht. Ich komme im Auftrag des Orakelpriesters und soll ihm etwas vom Holz der Weißpappel bringen. Das soll mir eine Ehre sein. Nehmt die Weißpappel als Geschenk zu Ehren der Götter. Ja, und da haben wir schon alle zusammen, würde ich sagen. Dann laufen wir zurück. Das ist natürlich ziemlich nervig. Erstens, wenn wir den Weg jetzt schneiden, das ist wirklich ziemlich nervig.